Hallo Leute, hier sind eure vier Buchstaben, R zu dem I zu dem N zu dem O. Ich wollte jetzt eigentlich gerade kurz einen Commentary machen, aber ich habe mir gedacht, hey komm, das dauert wieder so lang, weil ich immer mit Webcam mache und das Ganze dann extra Render und wieder extra Render. Also so ein Gameplay-Commentary dauert bei mir immer ein bisschen länger und deswegen habe ich mir gedacht, hey komm, jetzt schaltest die Webcam an und machst einen kleinen Zwischen-Vlog. Sowas werde ich einfach öfter machen, wenn ich so viele Informationen raushauen muss. Zum einen habe ich eine Information für euch. Viele haben es schon bemerkt haben müssen. Bei YouTube werden die Dislikes nicht mehr angezeigt. Aber allerdings nur in den ersten paar Sekunden. Also wenn ihr ein Video anschaut, dann sind am Anfang keine Dislikes da. Da sind nur, das ist quasi nur die gesamte Wertung in... Ja, da drüben habe ich gerade einer Giraffe die Tasche geklaut. Und die hat dann den Krankenwagen... Ergibt keinen Sinn. Auf jeden Fall brennt's da. Ah. Ne, Spaß beiseite. Also. okay. Ja, wie gesagt, also die Dislikes werden nur noch als Likes angezeigt. Also auch mit den Likes zusammen quasi die ganze Bewertung werden die ersten 5-6 Sekunden als Daumen hoch angezeigt. Danach seht ihr allerdings die echte Bewertung. Das hat mich schon ziemlich gewundert. Und gerade für unseren Kandidaten Julians Vlog wird das Ganze ein bisschen schwieriger werden, weil YouTube sich beschlossen hat, die Dislikes ganz zu entfernen. Und wenn dieser Schritt schon eingeführt werden ist, dann wird das mit den Dislikes komplett weg sein, immer näher kommen, ja, und ist ein bisschen schwierig. Ich persönlich fand Dislikes immer schon sehr hilfreich, auch weil... ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, hey, bevor ich mir das Video anschaue, merke ich gleich, das ist ein Fake, das ist ein Rotz, das muss ich mir nicht anschauen oder so. Andererseits muss man halt auch wiederum sagen, viele disliken halt, weil sie einem den Erfolg nicht gönnen oder irgendwie sowas. Und ich finde halt echt, das habe ich schon bei so vielen irgendwie mitgekriegt, wenn die ein Video sehen, was keine Dislikes hat, dann wollen die der Erste sein, der disliked. Oder halt irgendwie was Besonderes. Ich will mich nicht der Masse anschließen, ich mache meinen eigenen Weg, mein Extra. Und ich denke halt, wenn die ein Video sehen, was weiß ich, 18.000 Likes und 0 Dislikes, das kann nicht sein, ich dislike das jetzt so. Und durch diesen Schritt bekommt das Video in echt dann halt noch mehr Dislikes. Deswegen, keine Ahnung, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Ich fand Dislikes eigentlich schon sehr hilfreich, gerade wenn man sich... Tutorials oder sowas anschaut oder Crack-Tutorial oder sowas, dann war es eigentlich schon immer hilfreich. Soviel zum Thema YouTube-Dislikes. Ich habe jetzt noch eine andere Frage an euch, die solltet ihr auch in den Kommentaren beantworten. Aber zuerst schreibt ihr natürlich rein, was ihr zu der ganzen Dislike-Sache da sagt. Eine andere Frage an euch ist, ob ich die Haupttracks, sage ich mal, meine Musiktracks, geschnitten, das heißt, da ist kein Intro und kein Outro dran, auf meinem Hauptkanal, also diesem hier, Reno Blog, hochladen soll und euch einen neuen Download-Link dann zur Verfügung stellen soll. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann kann ich das machen, dann mache ich mal eine Woche, wo jeden Tag ein neuer Track, was heißt neuer, ein alter neuer, raufkommt und die Mikrowelle piepst, mein Essen ist fertig. Und ja, schreibt das einfach in die Kommentare, da hatte ich schon Bock drauf. Und ja, da würde ich mal sagen, ich habe keine Hose an, deswegen stehe ich jetzt nicht auf. Ich wollte gerade tanzen, aber da liegt was Großes zwischen meinen Beinen, das mich daran hindern will, zu schreien. Amen.